heute haben wir ein ganz wichtiges Thema, weil es immer mehr, ja, einfach für viele zum Thema wird, und zwar das Thema Einsamkeit. So viele Menschen fühlen sich einsam, und es gibt da jetzt auch aktuelle Studien drüber. Und zwar haben da Wissenschaftler von den Universitäten in Bochum, Mannheim und Cambridge haben die Einsamkeit in Deutschland untersucht und haben auch herausgefunden, dass das geografisch ein bisschen unterschiedlich ist. Und zwar generell sind die Menschen im Osten, fühlen sich noch mehr einsam, und dann wieder mehr im Süden. Also ihr seht es ja, je dunkler, desto mehr Menschen fühlen sich einsam. Aber insgesamt ist es Fakt, dass die Einsamkeit gestiegen ist und dass im Moment sich den aktuellen Daten zufolge 17% der Menschen ständig oder häufig einsam fühlen. Und das ist fast jeder Fünfte, das ist schon eine Menge. Von dem her ist es wirklich ein Thema. Und Einsamkeit ist nicht nur ein unangenehmes Gefühl, sondern kann gravierende Folgen für die psychische Gesundheit der Betroffenen haben. So können beispielsweise Depressionen eine direkte Folge langer Einsamkeit sein. Und damit wir auch so ein bisschen Hintergrundwissen dazu haben, habe ich gedacht, blende ich das mal kurz ein. Ja, Einsamkeit kann tatsächlich auch krank machen. Dass das so ist, haben Forscher und Forscherinnen in der Vergangenheit schon häufig belegen können. Denn wer sich dauerhaft einsam fühlt, der erkrankt mit höherer Wahrscheinlichkeit als andere an, ja, jetzt nicht nur an Depressionen, auch an Angststörungen, Schlafproblemen. Und nicht nur die Psyche leidet unter der Einsamkeit, auch dem Körper tut sie nicht gut. So steigt das Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte, Übergewicht, für chronische und akute Schmerzen. Und das zeigen diverse Studien. Und ja, all das wünscht sich keiner von uns. Ja, und doch sind viele Menschen diesem Gesundheitsrisiko einfach ausgesetzt, weil sie sich so einsam fühlen. Und Einsamkeit, möchte ich hier nochmal erwähnen, das ist nicht dasselbe wie Alleinsein. Weil fast jeder Mensch genießt es auch, wenn er ab und zu Zeit mit sich selbst verbringt, oder manchen fehlt es auch, Zeit mit sich selbst zu haben. Ich erinnere mich, als meine 5 Kinder klein waren, ich hätte mir so ab und zu mal Zeit allein gewünscht. Diese Zeit für mich, die kann total angenehm sein. Aber nur dann, wenn wir sie in der Gewissheit verbringen, dass es da draußen noch ein stabiles soziales Umfeld gibt. Dass wir Freundschaften oder familiäre Verbindungen haben, auf die wir uns einfach verlassen können. Und bei wem das so nicht der Fall ist, der hat nicht das Fundament, auf dem er mit einem guten Gefühl allein sein kann. Ja, und dann passiert es einfach leicht, dass man sich nicht allein fühlt und das genießt, sondern wirklich einsam. Und manche Menschen leiden da wirklich sehr drunter. Und laut dieser Studie an der Harvard-Universität ist der Umgang mit negativen Gefühlen dafür auch entscheidend. Also es hat sich gezeigt, dass bestimmte Bewältigungsstrategien das Risiko der Einsamkeit einfach deutlich steigern. Und dazu gehört auf der einen Seite exzessives Grübeln, wenn man ständig wieder über ein Thema nachdenkt, diese Dauerschlaufen nicht durchbrechen kann. Dann gehört dazu, wenn man ja zu Schuldzuweisungen neigt. Und da ist es egal, ob an sich, dass man sich ständig schuldig fühlt für was passiert ist, oder an andere Menschen gerichtet, ne? Also kennt ihr sicher auch, der war nicht freundlich genug und die hat dies und jenes und der hat das und das und am Schluss ziehe ich mich bei allem zurück und werde total einsam. Auch dieses nicht vergeben können kann zu Einsamkeit führen. Dann hat die Studie erkannt, dass dieses Ausmalen von Katastrophenszenarien einsam machen kann, weil ich mich einfach immer mehr zurückziehe. Denn das Unterdrücken negativer Gefühle, weil was passiert dadurch? Ich bin überhaupt nicht mehr in Kontakt mit mir. Ich bin nur noch am Funktionieren
Und wenn ich nicht in Kontakt mit mir bin, wie will ich wirklich einen Kontakt zum anderen aufbauen? Dann werde ich innerlich einsam, selbst wenn ich äußerlich vielleicht nicht einsam bin. Also Einsamkeit gibt es ja nicht nur bei Menschen, die tatsächlich alleine leben und so den Kontakt mit anderen Menschen vermissen. Einsamkeit gibt es auch bei Menschen, die, egal ob in Wohngemeinschaften, in Partnerschaften, in Ehen leben und sich da einfach ja nicht verstanden, nicht geliebt, nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt fühlen. Und ja, der erste Schritt ist, sich selbst wieder wahrzunehmen. Dann auch der absichtliche Rückzug von sozialen Kontakten, das Meiden anderer Menschen. Das kann aus einer Angststörung herauskommen. Das kann auch einfach, gerade im Moment in den Corona-Zeiten, aus Angst vor Ansteckungen oder aus Angst vor Geimpften oder aus den verschiedensten Ängsten herauskommen. Ich will mich da nicht lustig drüber machen. Es ist wirklich ein ernstes Thema. Ich will nur zeigen, wie breit hier auch die Gründe sein können. Dann lehnen einsame Menschen oft auch die Unterstützung von anderen ab. Ja, die wollen sich oft nicht helfen lassen. Also ich kann das so aus der eigenen Familie her bestätigen, dass so viel Hilfe teilweise angeboten wird und Menschen, die so mit Einsamkeit kämpfen, das oft ganz, ganz schwer annehmen können. Also es ist ein ganz, ganz breites Feld, worum es hier geht. Ja, und wir wissen ja, es hatte ich an dem Soul Brunch, wo es um seine Wünsche manifestieren ging, da haben wir lang drüber gesprochen, dass da die Epigenetik und verschiedene Neurowissenschaften inzwischen festgestellt haben, dass man das Gehirn tatsächlich auch zum Unglücklichsein trainieren kann. Weil alles, was wir oft denken, das schafft so breite Bahnen im Gehirn, die ganz leicht die Synapsen miteinander verbinden. Und wenn ich oft denke, ich bin so einsam, ich bin ja so allein, keiner ist gut zu mir, jeder lehnt mich ab, ich fühle mich ausgestoßen, ich fühle mich alleingelassen, dann ist das eine Verbindung, die ganz, ganz dick wird. Ja, durch ständig negatives Denken trainieren wir tatsächlich unser Gehirn dazu, die Welt als negativ, als schwierig, als ja, abweisend wahrzunehmen. Und wir schaffen uns dadurch teilweise unangenehme Situationen selbst. Also ich will jetzt den Leuten, die einsam sind, nicht noch mehr Druck machen. Ich will nur sagen, da gibt es einen Ausweg. Ne? Also wir können ja das auch umkehren. Und was jetzt noch ein ganz zartes Pflänzchen ist, dass ich sage, ja, aber letzt hat mich doch beim Einkaufen die Frau nett gegrüßt. Oder da war doch der und der, ja, hat mich mal angerufen und da mehr Energie reinschicken, dass da auch eine dickere Straße aus diesem ganz dünnen Pfad wird, dann können wir was dran ändern. Es ist allerdings so, positive Sachen brauchen wir viel länger dazu, damit sie integriert werden, wie negative Sachen oder Erinnerungen, weil einfach unser Steinzeithirn darauf noch programmiert ist. Negatives ist lebensgefährlich. Das muss ich mir wirklich einprägen. Und wie da wohnt der Säbelzahntiger oder diese Bären oder da, wenn ich drauf drehe, stürze ich ab oder was weiß ich. Irgend sowas, das war wirklich, da musste das Gehirn sich wirklich merken. Und wenn jetzt da mal ach, ein angenehmer Nachmittag mit wunderschönem Sonnenschein war oder eine nette Bemerkung oder was, dann war das ja nicht so zum Überleben wichtig. Das war angenehm und man hat es wieder vergessen. Und so ist es heute auch noch oft. Also wir dürfen alles, was angenehm ist, viel tiefer, viel sinnlicher wahrnehmen. Und ihr könnt da mit Kleinigkeiten anfangen. Also ja, das beginnt schon, dass viele, ja, ich sag mal, auch ihr Essen nicht mehr wirklich wahrnehmen, weil in unserer Gesellschaft oft neben dem Essen noch Aufgaben erledigt werden oder Fernseh geschaut oder die E-Mails durchgeguckt, WhatsApp-Nachrichten angeschaut oder sonst irgendwas. Damit
konzentrieren wir uns nicht aufs Essen, schenken dem keine Wertschätzung und können es gar nicht so genießen. Manchmal, wenn man Menschen 2 Stunden danach fragt, was hast du heute zum Mittag gegessen, wissen sie schon gar nicht mehr, weil es gar nicht so angekommen ist. Jetzt, ich mache das jetzt nur als Vergleich, ne, dass es so wichtig ist, alles so sinnlich in sich aufzunehmen. Ja, wenn ich jetzt mein Essen da wirklich in Ruhe davor sitze und so Bissen für Bissen das Gefühl im Mund spüre, wie schmeckt es, wie fühlt es sich an, wie riecht es und es ganz genießt, dann reagiert der Körper ganz anders drauf. Wir haben viel schneller ein gutes Gefühl, ein angenehmes Sättigungsgefühl auch. Wir können uns danach daran erinnern. Und ja, wir haben viel mehr davon. Und so ist es mit anderen Erlebnissen. Ne? Wenn mir jemand was Nettes sagt und ich denke ja nur, ja, nett von dem und dann gehe ich wieder in mein, aber eigentlich bin ich so einsam, dann kriegt es nicht viel Gewicht. Wenn ich aber da voll Dankbarkeit denke, oh wow, das war so schön, was der jetzt gerade gesagt hat. Und da ist meine Schwiegermutter so ein leuchtendes Beispiel dafür. Die hat jetzt auch vor gut 2 Jahren ihren Mann verloren und ist für alles so dankbar. Für die Menschen in der Straße, die nett zu ihr sind, wenn wir sie mal besuchen, da zählt die noch Tage danach und schickt uns Dankesmails und WhatsApps und sonst was. Das ist er so dankbar für, ist für jedes Foto, für jede Mail, die ich ihr schicke. Also da ist so viel Dankbarkeit und dadurch kommt sie auch mit der Einsamkeit, mit ihrer Situation ganz anders klar. Ne? Ja, also es war nur so ein Beispiel. Ne? Je mehr wir alles mit, auch alles Schöne, mit allen Sinnen genießen, und es kann, ja, jetzt wenn im Frühling dann bald wieder die Blumen kommen, kann das der Anblick von einem Krokus sein oder von der Narzisse oder von irgendwas. Oder wenn dann die Bäume alle wieder so sprießen anfangen. Es gibt so viel, wo wir uns freuen können. Und das einfach da mit allen Sinnen reingehen, damit es wirklich ankommt und nicht nur so, ah ja, schön war's. Weil wer jetzt denkt, na prima, dann können einsame Menschen einfach an ihrem Umgang mit den Gefühlen arbeiten, dann ist das Problem gelöst, das ist zu kurz gegriffen. Ne? Weil die individuellen Mechanismen, mit denen wir versuchen, negative Gefühle zu regulieren, die sind oft schwierig zu verändern. Die sind ja teilweise auch genetisch bedingt und wurden dann durch die Erziehung oder frühe Beziehungserfahrungen auch eingeprägt. Aber wir wissen ja inzwischen auch die Gene lassen sich verändern, wenn wir denen immer wieder andere Informationen zur Verfügung stellen. Das hat ja die Epigenetik herausgefunden, dass die Gene nicht einfach angelegt und so sind sie das ganze Leben lang, die lassen sich verändern. Und ja, was die Wissenschaft empfiehlt, ist als erster Schritt die Selbstreflexion. Also wenn ihr euch oft einsam fühlt, dann achtet doch häufig mal drauf, wie ihr euch verhaltet, wenn euch mal ein Problem plagt. Zum Beispiel, ihr habt euch mit einer Person, die euch sehr wichtig ist, gestritten. Oder im Job ist ein Projekt schiefgelaufen. Oder ja, irgendwas hat euch total enttäuscht. Dann schaut mal, unterdrückt ihr die Wut, die Enttäuschung, das, was ich da jetzt, oder die Traurigkeit, versinkt ihr in stundenlangen Grübeleien oder sucht ihr aktiv nach einer Lösung? Und also in dieser Studie wird drauf der Vorschlag gemacht, einfach nach gesünderen Mechanismen zu suchen, um das Problem zu verarbeiten. Die raten zum Beispiel dann einen guten Freund anzurufen, sich auf ein Getränk zu verabreden und einfach mal drüber zu reden, was uns beschäftigt. Einfach damit wir aus diesem Gedankenschleifen ausbrechen können, ne? Ja, es ist eine Möglichkeit. Ich möchte euch heute noch ein paar mehr vorstellen, damit wir einfach so einen Blumenstrauß an Sachen zur
ja, zur Verfügung haben, was wir tun können, wenn dieses Gefühl von Einsamkeit wieder sehr stark wird, damit wir wieder Freude in unser Leben bringen können. Ja, so hätten wir es gern, oder? Dass wir Menschen um uns haben, die müssen nicht ständig da sein, aber mit denen wir uns verbunden sind. Und es reichen schon ein, zwei Menschen, das müssen nicht Hunderte sein, damit wir uns geborgen und nicht einsam fühlen. Wenn es ein paar Menschen gibt, auf die wir uns wirklich verlassen können, und sei es nur eine Person, dann kann das der Ausbruch aus der Einsamkeit sein. Alte Lehren ist es Shen, in der Quantenphysik nennt man es Information und spirituell wird man von Seele, Herz und Geist sprechen. Das ist die Ebene, wo alles beginnt. Dann setzt sich's in die Energie um und dann in die Materie. Und nur wenn wir hier oben auf dieser Shen-Ebene beginnen, können wir dann auch verhindern, dass wir uns auf Energie- und Materie-Ebene, also in dem, was wir sehen, fühlen, hören, sprechen, denken, berühren können, wirklich einsam fühlen. Deswegen dürfen wir hier beginnen und uns erstmal auch positive Informationen geben, die positiven Informationen wirklich, ja, was ich gerade gesagt habe, mit allen Sinnen wahrnehmen, ne? Das kann uns einen ganz guten Schritt aus der Einsamkeit heraushelfen. Soweit erstmal. Ja, ich hatte ja letzt auch über Glückshormone gesprochen, ne? Und da ging es auch darum, dass wir die Freude nicht im Außen suchen müssen. Dass die Freude, die dürfen wir in uns finden. Und je mehr wir das wieder schaffen, auch durch spirituelle Übungen, dadurch, dass wir unsere Seele, Herz, Geist damit involvieren, desto mehr ruhen wir in uns selbst, strahlen das aus und ziehen dann auch entsprechend Menschen an. Ne? Weil wir alle haben schon Momente der Freude erfahren, Momente, in denen wir uns einfach total glücklich gefühlt haben, wo wir uns so ganz mit uns selbst verbunden, mit anderen verbunden gefühlt haben. Und das ist ein ganz wundervolles Gefühl von Liebe, Vergebung, Licht und noch viel mehr, das auch ganz heilsam wirkt. Und vielleicht ist der erste Schritt, sich an solche Situationen zu erinnern. Und dann achtet drauf, dass ihr da nicht in so eine Wehmut verfallt, ach, damals war es so schön, sondern erinnert euch nochmal dran, versucht diese Gefühle nochmal wieder zu beleben. Wie schön das war, dass ihr euch da so geborgen fühlen durftet, so angenommen, so voller Freude. Und da müssen nicht mal andere Menschen dabei gewesen sein. Wenn euch da was kommt, wunderbar, dann genießt diesen Moment. Vielleicht ist es auch ein Moment ganz allein. Ihr habt vielleicht einen Berg erklommen, steht da oben und seht die Weite und seid voller Freude, fühlt so eine große Freiheit. Ich weiß, bei mir war das mit 16, als ich das erste Mal am Meer war und dann da auf dem Meer gelegen habe und die Wellen gespürt habe, die Sonne, das Wasser, den Wind. Ich habe mich so mit allen Kräften verbunden gefühlt. Das war so ein riesiges Gefühl von Verbundensein und Freiheit. Und ich kann mir das heute noch wiederholen. So, ja, kann ich mich mit diesen Qualitäten verbinden und habe eine andere Ausstrahlung. Und dann ziehe ich ganz anders Menschen an, als wenn ich so in meinem, oh, ich bin so allein, mir geht's so schlecht. Ja, könnt ihr ja verstehen, dass das nicht so die größte Anziehungskraft ist. Und Freude ist immer möglich, wenn wir unserer Seele gestatten, Liebe und Freude auch auszusenden. Freude ist was, was jede Seele bereits kennt, weil wir es alle schon mal erlebt haben und weil es auch ein Aspekt unserer Seele ist. Und deswegen können wir uns damit verbinden, uns aussenden. Und wenn wir es zuerst nur aussenden, was mir dabei auch immer gut hilft, wenn ich mal in Situationen kommen, wo so wieder Traurigkeit hochkommt, das habe ich so manchmal, dass ich dann ja mir verschiedene Hilfswerkzeuge zur Hilfe nehme. Also ich versuche mich in einem guten Schwingungsfeld aufzuhalten, wie jetzt hier im Love Bisamini Raum.
in dem Feld von Liebe, Frieden, Harmonie, weil das so eine hohe Frequenz und Schwingung hat. Und ihr könnt euch damit ja jederzeit verbinden. Schaut euch so einen YouTube-Film nochmal an. Und ja, ich habe ja in all meinen Soulbrand stehen, Love, Peace, Harmony, das Feld eröffnet. Und ihr könnt euch auch beim nochmal anschauen damit verbinden, selbst wenn ihr es lautlos stellt und einfach nur sagt, ich will jetzt in dem Feld sein, weil das äußere Feld unser inneres Feld dann auch beeinflusst. Und dann hilft mir, wenn ich ein positives Mantra chante, irgendwas, was mir wirklich total gut tut, was mich nährt, was mich erfüllt. Ja, was auch sehr schnell hilft. Oft habe ich noch Aufgaben anstehen. Ich kann mich dann gar nicht so um meine Traurigkeit kümmern. Und sobald ich anderen Menschen helfen kann, geht es mir wieder gut. Bin ich wieder glücklich. Vielleicht ist es auch für euch eine Möglichkeit zu überlegen, wenn ihr euch gerade sehr einsam fühlt. Wo gibt es jemanden, vielleicht sogar in der Nachbarschaft, vielleicht einfach in Reichweite, der Hilfe brauchen könnte. Vielleicht kann ich jemanden vielleicht anbieten, für ihn mal einzukaufen oder eine Besorgung zu machen oder ihn auf einen Tee einladen oder. So dass ich anderen was Gutes tue, weil alles, was wir geben, kommt ja zu uns zurück und vielleicht baut sich dadurch eine ganz wundervolle Beziehung auf. Ja. Teilweise hindern uns natürlich unsere Seele, Geist, Körperblockaden daran, die Freude wieder tief zu spüren. Und dann dürfen wir diesen, wie so einen dunklen Schleier, den wir dann lüften können, um der Freude wieder mehr Raum in unserem Leben zu geben. Und ja, Freude oder Dankbarkeit oder Liebe, das für andere Dasein, das sind so Wege, die uns da ganz kraftvoll raushelfen können aus diesem Gefühl, das so schmerzhaft ist, wenn man so einsam ist. Und im Grunde genommen geht es ja immer wieder darum, dass wir unsere negative Informationen, die wir gespeichert haben, transformieren können. Unsere negative Energie, die noch da ist, die negative auch auf Materieebene, überall können wir negative Anteile haben, dass wir die mehr und mehr transformieren, um in unsere Kraft zu kommen, damit wir nämlich mit der Zeit hier von diesen gebeugten inneren Anteilen, oh, mir geht so schlecht, ich schaffe überhaupt nichts mehr, keiner mag mich, wieder uns mehr und mehr aufrichten, uns selber spüren, uns selbst so annehmen, wie wir sind. Und dann die ersten Schritte einfach mutig tun. Wenn ich es noch nicht physisch kann, dass ich mich nicht überwinden kann, jemand anzurufen, kann ich mal vorbeischauen, magst du mal vorbeischauen, kann ich dir was helfen? Dann macht es erstmal auf Seelenebene. Chantet für Personen, wo ihr wisst, denen geht es auch schlecht. Liebe, Frieden, Harmonie. Das ist vielleicht schon mal ein ganz guter Weg, ja, wie wir wieder hier zu diesem freudvollen Sein kommen können. Ja, lasst uns das jetzt einfach mal ein paar Minuten tun. Wir laden alle Seelen ein. Alle, die jetzt unter Einsamkeit leiden, alle, die unter Schmerzen leiden, vielleicht auch alle, die gerade einen lieben Menschen verloren haben, vielleicht durch Trennung, vielleicht weil die Kinder groß geworden und ausgezogen sind, vielleicht durch den Tod. Das ist auch eine Gruppe, die sehr von Einsamkeit dann betroffen ist oft. Lasst uns all die Seelen einladen. Und uns jetzt ihnen unsere ganze Liebe schenken. Bitte öffnet eure Herzen für die hohe Frequenz und Schwingung von Liebe, Frieden und Harmonie. Wir lieben euch, wir danken euch. Dann singen wir miteinander. Ich liebe mein Herz und meine Seele.
Und es ist so schön, ich sage das immer wieder, dass dieses Lied damit anfängt, weil damit beginnt alle wahre Selbstheilung, dass wir uns selbst endlich so annehmen, wie wir sind, voller Liebe, voller Wertschätzung. Und dann können wir die Liebe weitergeben. Ich liebe die ganze Menschheit, vereinet Herzen und Seelen. Liebe, Frieden und Harmonie. Liebe, Frieden und Harmonie. Lula, lula, li. Lula, durch die Seelensprache fühlen sich ja alle Menschen angesprochen. Aber lasst uns ab und zu auch noch mal eine andere Sprache mit einfließen, damit sich noch mehr Menschen persönlich angesprochen fühlen. Und ja, wir beginnen mal mit Hindi. Mujhe prem mere dil aur atma se, mujhe prem sari man afta se. Chiodo di lauratma saat Prem shanti aurekta Prem shanti aurekta Und wieder auf Deutsch. Ich liebe mein Herz und meine Seele. Ich liebe die ganze Menschheit. Vereinet Herzen und Seelen. Liebe, Frieden. Und Harmonie, Liebe, Frieden und Harmonie. Und viele von uns kennen auch Chinesisch. Wo ai wo shin he ling, wo ai chuan ren e. Xiang ai ping an he xie, Xiang ai ping an he xie. Und wir schenken allen Menschen, die einsam sind oder Schmerzen haben, ganz viel Liebe. All den Menschen, die auch vielleicht jetzt gerade auch in Krankenhäusern liegen, sich ganz einsam fühlen oder allein in ihrer Wohnung. Oder sogar mit Menschen in ihrer Wohnung und trotzdem total einsam. Lula, lula, li. Lula, 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 li. Lula, lula, li, lula. Lula, li, lula. Lula, li, lula. Und auf Französisch wird ja in so vielen Teilen der Welt gesungen. Che mo cœur est mon âme, j'aime toute l'humanité.
Conny. Ich liebe mein Herz und meine Seele. Ich liebe die ganze Menschheit. Vereinet Herzen und Seelen. Liebe, Frieden und Harmonie. Liebe, Frieden und Harmonie. Ich mache auch Finnisch. Rakastan syrantanias jeluani. Rakastan kokoit mis konta. Lütte syrametia sielu dyten. Rakas rauhai ja harmonia. Rakas rauhai ja harmonia. Ich liebe mein Herz und meine Seele. Ich liebe die ganze Menschheit, vereinet Herzen und Seelen. Liebe, Frieden und Harmonie. Liebe, Frieden und Harmonie. Und vielleicht noch auf ja, Isikmosa ist eine afrikanische Sprache. Ich denke, auch in Afrika gibt es Einsamkeit. Ngithanda intliziyo nemoya wam. Ngithanda ukundibonga emhlabeni. Lintliziyo nemimoya tsimanyene. Oh, Tando, ungolo nentonye. Oh, Tando, ungolo nentonye. Und noch einmal auf Seelensprache. Lula, lula, li. Lula. Spürt mal nach, wo wir jetzt all den Menschen, die einsam sind, so viel Liebe und Licht und Liebe, Frieden, Harmonie geschickt. Schaut mal in euch rein, wie es euch jetzt geht. Es waren jetzt nur ein paar Minuten. Also ich fühle da ganz viel Freude. Vielleicht fühlt ihr noch nicht ganz viel Freude, aber vielleicht ist der Schmerz ein bisschen leichter. Vielleicht könnt ihr wieder ein bisschen besser durchatmen. Spürt einfach und nehmt Verbindung dazu auf. Wo spüre ich es denn im Körper? Wo fühle ich die Freude, den Schmerz, die Einsamkeit, die Traurigkeit, die Wut, was auch immer es ist? Geht nicht in diese Gedanken rein, sondern wo spüre ich es im Körper? Und alles darf sein. Dadurch schaffen wir Verbindung. Verbindung ist die positive Information schlechthin. Ja, so wollen wir uns jetzt auch nochmal verbinden mit dem Himmel oder dem Universum oder ich nenne es immer der Quelle allen Lebens, die alles für uns bereithält, die immer für uns da ist, sodass wir uns nicht einsam fühlen müssen, sodass wir uns ganz getragen, genährt, gehalten fühlen dürfen, weil hier alles da ist. Nur unsere beschränkte Sichtweise, die trennt uns manchmal von diesem Gefühl der Fülle, der Liebe, der Geborgenheit, des Getragenseins. Und so
verbinden wir uns nochmal ganz bewusst hier mit diesem Gefühl, das Universum oder die Quelle, nennt es wie ihr wollt. Hier ist schon alles erschaffen, was ich brauche. Alles, was mich auch, was mir helfen kann aus meiner momentanen Situation. Alle Fülle, alle Verbindung, alle Freundschaften, alle Geborgenheit, alles Licht, alle Harmonie. Geht in dieses Gefühl rein. Ja, und vielleicht kommt da noch irgendwas, wo ihr sagt, ja, vielleicht muss ich noch jemanden vergeben oder auch mir selbst vergeben, damit ich da wieder mehr Verbindung aufbaue. Damit ich auch die Verbindung zur Quelle wieder mehr spüren kann, mehr fühlen kann. Dann vergebt aus ganzem Herzen. Jeder macht Fehler. Doch wenn wir daran festhalten, dann schaden wir nicht dem anderen, wir schaden uns nur selbst. Dieser Ärger, diese aufgestaute Wut und alles, es ist wie ein Gift für uns selbst. Es belastet nicht nur die Leber, es belastet unser ganzes Sein. Oder die Traurigkeit, die dadurch entsteht. Und so wollen wir aus ganzem Herzen vergeben und immer mehr in diese Verbindung gehen. In die Verbindung, die im Außen ist, in der Quelle, aber auch direkt in uns selbst. Wir alle sind ja von dem Universum, von der Quelle erschaffen und haben die Quelle in uns. Alles, was lebt, alles, was ist, hat die Quelle in sich, weil wir ja mit ihr quantenverschränkt sind. Also das, was erschafft, hat immer Verbindung zu dem, was es erschaffen hat. So haben alle Eltern Verbindung mit ihren Kindern. Selbst wenn manche Väter ihre Kinder nie gesehen haben, ist auf Informationsebene eine Verbindung da, die sich gegenseitig beeinflusst. Und so haben wir auch Verbindung zur Quelle. Und die Quelle ist in uns, und zwar in unserem hinteren Unterbauchbereich. Da ist alles, was hier im Außen ist, auch hier in uns. Und dazu können wir Verbindung aufnehmen. Und natürlich auch zur, ja, was wir vorhin gemacht haben, ne? Zu Himmel, Erde, also hier zur Quelle, zur Erde, zur Quelle in uns, um uns, uns ganz verbunden fühlen. Spürt mal diese Verbindung. Alles wurde bereits für uns erschaffen. Alles ist bereits da. Wir dürfen uns einfach damit verbinden. Lasst euch davon nähren und stärken. In diesem Bewusstsein, dass wir alle unendlich geliebt werden, unterstützt und beschützt sind, wenn wir uns damit verbinden. Wenn wir uns ständig sagen, ich bin aber so einsam, dann kann die Quelle nichts für uns tun, weil sie akzeptiert jeden so, wie er ist und, ja, und erfüllt uns unsere Wünsche. Und das, was wir von Herzen aus denken, fühlen, und wenn es die Einsamkeit ist, dann sagt die Quelle, gut, ich erlaube dir auch das. Aber lasst uns jetzt uns mit der Fülle, mit der Liebe, mit der Kraft verbinden, mit der Verbindung, mit Geborgenheit. Lasst es uns ganz tief spüren. Sing noch dazu. Ich werde unendlich geliebt, mit Liebe und Licht genährt. Ich werde beschützt und unterstützt. Ich öffne mich dafür,
Ich bin so dankbar dafür. Spür diese Liebe. Je mehr wir diese Liebe spüren, desto leichter fällt es uns mit der Zeit, uns selbst zu lieben und selbst anzunehmen. Und desto mehr strahlen wir danach aus. Ja, ich habe einen Platz im Leben. Ich bin wichtig, ich bin liebenswert, ich darf ernst genommen werden, ich darf gewertschätzt werden. Und dann kommt es auch zurück, weil es ist ja diese physikalische Kraft, alles, was du gibst, kommt entgegengesetzt in gleichem Maße zu dir zurück. Es ist nur so, es kommt nicht immer direkt, deswegen merkt man es manchmal auch nicht so, ne? Weil es teilweise zeitversetzt beim anderen ankommt und dann auch die Gefühle, die ich im anderen erzeuge, bin ja ich auch mit der Schöpfer, mit denen bin ich quantenverschränkt, die kommen dann auch wieder zu mir zurück. Deswegen beginnt einfach, oder ja, ihr macht es ja schon, aber macht es einfach noch viel intensiver und häufiger, dass ihr ganz viel Liebe aussendet. Alles kommt wieder zu euch zurück. Und lasst uns noch einmal mit dieser wunderbaren Weisheit nähren. Ich werde unendlich geliebt, mit Liebe und Licht genährt. Ich werde beschützt und unterstützt. Ich öffne mich dafür. Ich bin so dankbar dafür. Ja, so gut. Schaut, welches Mantra für euch am meisten euer Herz zum Schwingen bringt. Für Menschen, die sich gerade sehr einsam fühlen, ist es wohl kaum das Mantra, ich werde von allen geliebt oder so, weil das da macht das Unterbewusstsein nicht mit. Das sagt, nee, so ist es aber doch gar nicht. Aber wir dürfen uns von der Quelle geliebt fühlen. Oder wir können so einen Zwischenschritt machen. Das mache ich, wenn ich mit was ein Thema habe. Hat mal eine Psychologin geraten, die das ihren Klienten rät, die mit Depressionen und Angststörungen zu ihr kommen, dazu sagen, ich bin voller Mut und Tatkraft und sowas funktioniert da nicht. Dann macht sie da immer so einen Vorschritt und sagt, alles, was ich denke, sage, tue, motiviert und befähigt mich. Und dann was dem Klienten fehlt, also mutig zu sein, kreativ zu sein, da könnt ihr einfach eure Fantasie walten lassen. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon gezeigt. Eines, was ich ganz gern singe, ist, alles, was ich denke, sage, tue, motiviert und befähigt mich, kraftvoll, gesund und glücklich zu sein, voller Licht und Dankbarkeit. Und heute, wo es um Einsamkeit geht, könnte man es ein bisschen umformulieren, verbunden, gesund und glücklich zu sein, gute Freunde zu haben. Lasst uns das ein paar Mal tun und vielleicht wollt ihr dazu auch noch eine Kalligraphie nachfahren. Ich blende die Love Peace Harmony Kalligraphie ein. Wir singen es erstmal ohne Kalligraphie, dass wir uns mal auf den Text konzentrieren, weil dieser Satz, alles, was ich denke, sage, tue, motiviert und befähigt mich, da macht das Unterbewusstsein mit. Dann muss ich es ja noch nicht sein, aber alle die Informationen, die ich mir jetzt gebe, gehen in die Richtung, dass ich mich immer verbundener fühle, gesunder, glücklicher, dass ich einfach Menschen anziehe mit denen, die mir gut tun. Also singen wir es einmal zusammen und dann lesen wir dazu die Kalligraphie. Alles, was ich denke, sage, tue, motiviert und befähigt mich. Verbunden, gesund und glücklich zu sein, gute Freunde zu haben.
Ihr könnt auch singen, und vielen Menschen zu helfen. Ja, weil je mehr wir geben, desto mehr kommt eh zurück. Formuliert so für euch, wie ihr voll mitschwingen könnt, weil darauf kommt es an. Dann geht das Herz auf und dann manifestiert ihr das. Dann passiert ganz viel. Und diese Psychologin, die hat damals in dem Seminar gesagt, singt es mindestens 200 Mal am Tag, 3 Monate lang, und dann hat sich eure Realität verändert. Also es geht nicht mit 1-2 Mal und dann ist alles anders, es ist wie mit allem. Und wenn ihr dazu noch eine Kalligrafie tracet, und ich blende sie jetzt ein, dann ja, multipliziert sich das Ganze ja und es geht noch viel, viel schneller. Ihr wisst inzwischen alle, wie es geht. Könnt gern dazu auch aufstehen und dann chanten wir dieses wunderbare Mantra dazu, während wir die Kalligrafie nachfahren und so diese, ja, diese hohe Kraft noch mit integrieren. Gut. Alles, was ich denke, sage, tue, motiviert und befähigt mich, verbunden, gesund und glücklich zu sein, gute Freunde zu haben. Und ihr kennt es ja alle, ihr könnt mit den 5 Fingern ins Sitzen nachfahren oder dem Unterbauch im Stehen, was noch kraftvoller ist, weil die Information so schneller im ganzen Körper ankommt. Alles, was ich denke, sage, tue, motiviert und befähigt mich, verbunden, gesund und glücklich zu sein, gute Freunde zu haben. Sorry, das hat meine Stimme nicht so mitmacht. Aber ihr merkt, man muss nicht gut singen können. Trotzdem kommt die Information immer tiefer bei uns an. Wir können es auch sprechen. Alles, was ich denke, sage, tue, motiviert und befähigt mich, und atme dazwischen immer tief diese Frequenz ein, verbunden, gesund und glücklich zu sein, gute Freunde zu haben. Alles, was ich denke, sage, tue, motiviert und befähigt mich, verbunden, gesund und glücklich zu sein, gute Freunde zu haben. Und noch einmal. Alles, was ich denke, sage, tue, motiviert und befähigt mich, verbunden, gesund und glücklich zu sein, gute Freunde zu haben. Dann fahrt noch einmal die Kalligrafie bis zum Ende nach. Lassen das Licht den Kalligrafien jetzt nochmal bewusst in den Unterbauch fließen, dort, wo ich vorhin euch gezeigt habe, dass es uns stärken kann, in unserem Chong, diesem hinteren Bereich des Rückens. Gut, danke, danke, danke. Brigitte schreibt, danke für das heutige Programm, das war so herzerfrischend, diese motivierenden Liedchen ist so eingängig, dass es schon allein in mir widerhallt. Guckt für euch, dass ihr es so formuliert, ne, wie gesagt, dass es wirklich euch gut tut.
Lea schreibt, alles gut. Und die Anna, liebe Brigitte, danke dir von Herzen. Hast mir immer wieder ein Lächeln auf mein Gesicht gezaubert und ich fühle mich gestärkt. Oh, wie schön. Und die Lea, ich liebe deinen Gesang. Danke. Und das, obwohl ich heute wirklich so gekriegt habe. Ihr seid ja echt lieb. Ja, Renate mag den Satz und findet ihn kraftvoll. Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass ihr alle was mitnehmen konntet.